2015 der größten Militärmusikveranstaltung Deutschlands.
begrüßen Sie nun gemeinsam mit dem Präsidentenorchester aus Moldawien den Chor der Bundesmarine, Blaue Jungs aus Bremerhaven unter der Leitung von Stabsgroßmann Rudolf Ganzer und im Laufe des Programms zusätzlich mit Karl Ellis als Gastsänger. Viel Spaß!
Liebes Publikum, willkommen zurück zum zweiten Teil des Berlin Tattoo 2015. 1960 ursprünglich als Amateurchor gegründet, ist der Original-Marinechor Blaue Jungs aus Bremerhaven inzwischen der einzige Chor seiner Art der deutschen Bundeswehr. Begrüßen Sie nun mit der einmaligen Darbietung diesen Chor aus insgesamt 150 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Stabsbootsmann Unolf Ganzer.